moin, liebe Angelfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, wir sitzen wieder am Wasser. Zum Glück. Also wir hatten jetzt schon mehrere Sessions wieder gemacht, wo wir euch nicht mitgenommen haben, weil wir erstmal Seen erkunden wollten, Seen entdecken. Wir haben viele Kurzsessions gemacht, sind viel gemoved. Ja, haben viel geblankt, müssen wir auch wieder dazu sagen. Sehr viel geblankt, ja. Aber wir konnten auch ein paar schöne Fische fangen. Ja, wir waren jetzt an dem, wo wir heute sind, waren wir vor ein paar Wochen schon mal gewesen. Da hatte der Nick einen schönen Karpfen fangen können. Aber auch vier habe ich leider verloren. Ja. Was man sagen muss, ist ein schöner Tagebauloch hier in Eider. Es ist kiesig, es ist sandig, man hat sehr krasse Kanten drin. Ja, auch viel Holz, wo die Fische wissen, wo sie hin müssen. Denn man hat hier an dem Holz so kleine Muscheln dran, die sehr, sehr scharfkantig sind. Und die Karpfen ziehen sofort dort ins Holz und schneiden dir die Schnur weg. Richtig. Ja, es ist relativ schwierig zu beangeln hier, aber auch wunderschön. Ja, der nächste Fakt ist jetzt Richtung Sommer, das Kraut wächst. Ja. Immer mehr, also die Uferzone, die ist komplett zugewuchert. Darum muss man seine Angeln weiter rausbringen. Ja, hatten vorhin jetzt schon unsere Angeln rausgebracht. Es ist sehr windig, ihr werdet es wahrscheinlich auch hören. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Boot gehabt. Also wir mussten ganz schön paddeln, Leute, also es war schon... Ja, nichtsdestotrotz, wir werden uns jetzt ein paar schöne Stunden machen. Wenn was geht, seid auf jeden Fall mit dabei. Ihr seht die Fische, die wir fangen. Und wir werden jetzt ein bisschen... entspannt mal ein paar Stunden genießen. Genau. Also bis dann, Leute. Sieht gut aus, Nathaniel. So Leute, wir haben ewig drauf hingearbeitet. Endlich ist es passiert. Wochenlang geplankt, nur kleine Fische gefangen. Ah, ich wollte gerade eben Mittag machen für Daniel und für mich. Ja, war doch nichts, wie ihr gemerkt habt. Alter Schwede, Leute, zeige ich euch jetzt mal, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist für so ein Ausnahmefisch. Alter, guckt euch an. 90 cm, 17 Kilo, eine Riesenschwanzflosse. Absolut der Wahnsinn. Der Kopf, das Maul, ein Riesen-Oschi. Das ist ein wunderschöner Fisch. Wir freuen uns übelst drüber. Oh, wir haben ja noch Zeit, hoffentlich kommt der nächste. Bis dann, Leute. Ja, Freunde, kurzes Zwischenfazit. Außer der Große war jetzt nichts weiter gewesen. Ja, jetzt wird es langsam Abend. Wir haben gerade noch mal unsere Angeln frisch rausgebracht, mit neuen Boilies noch mal frisch angefüttert. Ja, ja. Die liegen sehr gut, unserer Meinung nach. Ja, und das Wetter ist auch schöner geworden auf jeden Fall. Es ist sonniger geworden. Der Wind hat aufgehört so zu blasen. Das war schon ganz schön akut. Es hat zwischendurch noch mal ein bisschen getröpfelt gehabt. Also sehr durchwachsen heute gewesen. Ja. Ja, den Karpfen hat es dem Großen zumindest gefallen gehabt. Den hat es gefallen. Ja. Mal schauen, ob heute Nacht was geht. Wenn was geht, ja, seid ihr auf jeden Fall dabei. Und wir werden jetzt mal noch ein bisschen was essen. Und dann denke ich auch gleich hinterher verschwinden. Wir sind relativ müde. Ja. Also, wenn was läuft, sehen wir uns, Leute. Bis dann.
jetzt haben wir ihn endlich draußen, Leute. War ein harter Drill, aber es hat sich gelohnt. Ein Beauty mit 80 cm und 11 Kilo. Ey, wieder ein Riesending. Wir freuen uns wieder mega drüber. Und ha, ich würde sagen, die Session war auf jeden Fall übelst erfolgreich, schon mal für mich. Und für Daniel auch mit, weil das sind alles Teamfische. Denn du bringst ja deine Angel zu zweit raus. Und dass es einfach nur hart ist. Und ja, jetzt gucken wir mal noch, was die nächsten 2, 3, 4 Stunden noch geht. Und wir sehen uns, Leute. Bis dann. Freunde, für uns ist die Session jetzt hier zu Ende. Nick hat ja wieder ordentlich abgeräumt mit dem großen 17 Kilo, ey. Scheiße. Ich hatte mal wieder Glück, ja. Ja, vorhin der Kleine noch. Also klein. Klein, ja. War auch schon ein schöner Karpfen an sich, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass das Gewässer wirklich ein... Das ist eigentlich bloß Teamangeln eigentlich, ja, hier. Also die alleine kannst du vergessen. Gerade durch den Wind. Also das war extrem gewesen. Reagierst du beim Anfüttern, beim Ruden rausbringen, beim Drehen. Hier arbeitest du nur als Team. Es ist ein relativ schweres Gewässer. Das stimmt. Trotzdem traumhaft die Umgebung hier und man hat auch hier seine Ruhe. Ja, wunderschöne Fische wieder rausgeholt. Richtig. Wir sind zufrieden. Richtig, ja. Und ja, wir werden das Video damit jetzt auch beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Session wieder. Bis dann, Leute. Warum liegt denn der nicht? Geht schon los? Warte, warte. Was ist denn los hier? Ich hab eh nur einen Kopf drauf. Was denn?